Hi, mein Name ist Ben. Ich wurde heute am Telefon gefragt, ob ich denn nicht erklären kann, wie man ein Hintergrundsystem aufhängt und dachte mir, ich nehme mal schnell ein kleines Video dazu auf. Ich denke, es hilft euch vielleicht auch weiter. Also, was braucht ihr dafür? Ihr braucht zwei von diesen robusten Stativen. Ich nehme ganz gern einen C-Stand. Ihr könnt aber auch robuste Alu-Stative nehmen, die ihr dann mit zwei Sandsäcken beschwert. Das eigentliche Hintergrundhaltesystem ist folgendes. In meinem Fall sind das zwei Aufnahmen, an die ich eine Uniklemme montiert habe. Das gibt es so zu kaufen. Dazu gibt es dann noch einen kleinen Abstandhalter. Und für den Hintergrund, Backdrop, Leinwand, wie auch immer ihr es nennt, habt ihr dann diese Expan-Halter. Der eine von den beiden, der hat eine Kette mit einem kleinen Gewicht am Ende. Wenn ihr das Ganze aufgebaut habt, seid ihr bestimmt hungrig. Deswegen habe ich immer zwei schöne Proteinbars mit dabei. Wahlweise mit Apfel und mit Schoko. Ihr nehmt also eins dieser zwei Halter, schraubt das schon mal locker am Stativ fest, nehmt den Abstandhalter und setzt den unten in die Einkerbung. Das sind zwei kleine Löchlein. Von der Seite sieht das dann so aus. Ihr seht, ihr habt hier einen parallelen Abstand. Sinn und Zweck dieses Abstandshalter ist es im Prinzip, dass wenn hier Gewicht von der Leinwand drauf ist, dass das Ganze sich nicht verbiegen kann und einfach hier nochmal auf einer zweiten Stelle gegen das Stativ drückt. Wenn ihr das soweit habt, alles festgeschraubt ist, ihr die Sandsäcke unten auf dem Stativ habt, geht ihr zur Leinwand und nehmt ihr eure Expan, setzt die in euren Hintergrundkarton ein und schraubt das Ganze fest, richtig fest. Wenn ihr das habt und auf der anderen Seite auch getan habt, dann könnt ihr die Leinwand einfach zwischen die zwei Stative setzen. Am besten macht ihr das zu zweit, das ist ein bisschen einfacher. Ja, das war's im Prinzip von meiner Seite aus schon. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kommentare habt, einfach hier unten schreiben. Freue mich sehr darüber und danke fürs Zusehen. Bis dahin, ciao.